Schoko de Mosche. Wir sind on Tour, 11.15 Uhr. Jeden Tag wird später. Sehr gut übernachtet in einem super Bed and Breakfast Hotel. In einem Ort, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Frühstück war lecker, nette Gastgeber, alles perfekt. Und heute geht's am Eiselmeer entlang in Richtung Horn. Alles an der Küste. Bis es dann, wenn die Chefin Hunger verspürt oder Durst, dann fahren wir weg vom Wasser. Jetzt gucken wir mal, was da so kommt. Wir müssen jetzt links. Wetter, naja, könnte ein bisschen besser sein. Aber zumindest trocken. So, jetzt kommt der höllische Anstieg gleich mal jetzt. Uiuiui. Radio, da sieht man, wer geboostert ist. Ich fahr mit dem Booster nur. Hoppla. Jetzt ist sogar Wasser da. Gestern war kein Wasser. Stoppen mal schnell. Heute ist Wasser durch, wo gestern kein so. Und für uns geht es in die Richtung. Heute der ganze Tag, hoffentlich bei schönem Sonnenschein am Eiselmeer entlang. Herrlich zu fahren. Hallo. Prima Weg hin am Wasser. Wunderbar. So, fehlt noch ein bisschen Wasser links. Es ist noch am Steigen. Die Flut tritt noch frei ins Eiselmeer. Übrigens Süßwasser, habe ich gelesen. So, da sind die ganzen Vögel vereint und wartet aufs Wasser scheinbar. Also ist noch Luft nach oben. Da ist noch Watt. Und die Chefin steht auch dabei. Und überwacht. Segelschiffle ohne Segel. Schön zu radeln. Urig hier. Kurze Pause da an der Infostelle. Um was genau es geht, glaube ich, ist der Hochwasserstand hier, wo wir uns aktuell bewegen.
Da vorne ist der Deich. Da vorne. Da sind wir hergekommen. Und, also man sieht ja da was Wasser gestanden, Pille-Palle da unten. Aber jetzt wird es oben richtig interessant. 1945 um 18 Uhr ist in dem Bereich gestanden. Also wäre man mit dem Fahrrad nicht mehr unterwegs, wenn man da gewesen wäre in die Uhrzeit. Da geht es jetzt zum Aussichtspunkt vor und da werde ich mir das jetzt gleich mal angucken. So, wir sind dann jetzt über der Damm und siehe da, direkt hinter dran das Eiselmeer. Überall schöne Segelschifflein da unterwegs und dann nichts als Meer bis zum Horizont. Herrlich hier. So, wir fahren jetzt schon Kilometer lang so. Herrlich am Deich entlang. War ein bisschen Wind, aber das geht. Sehr schöne Blumenwiese. Und da viel Blumen für die Bienen. Aber sehr zügig und windig da. Deswegen wahrscheinlich auch die ganze Windrädlin. Die sind mit Begeisterung da. Also wir sind nicht in Nepal oder schon schwur, wo die herkommen. Das sind tatsächlich Alpakas auf der Düne vom Eiselmeer. Denen scheint es gut zu gehen da oben. Saftige Wiese haben sie. Ja, und da rechts noch viel mehr von den Alpakas. Schöne Kerle sind sie. Ja, ist recht. Bei heftigem Gegenwind. Fast wie in der Tour de France. In einer Geschwindigkeitsklasse und andere Gewichtsklasse. Aber es funktioniert. Jetzt links, links und dann sind wir wieder. Die Windmühle dreht auch wie irre. Mit dem Blink, Gemeinde, mit dem Blink. Molen. Richtig Schmackes auf der Mühle heute. Bei den Windstärken. Ja, ganz überraschend. Das ist die Lok, wo sie im Reis suchen. Die haben wir jetzt gerade gefunden. Die ist gar nicht untergegangen. Die fährt in Holland spazieren. Richtig uriger Zug. Und da geht es richtig ab.
Das ist der Bahnhof dazu. Impressionen. Sammeln. Kleiner schnuckliger Hafen. Sehr idyllisch. Wir machen eine kleine Hafenrundfahrt. Aber mit dem Fahrrad. Hier schon mal. Segelboothafen. Boot an Boot. Jetzt noch mal ruhiger. Dem Fahrrad gewackelt. Ja, da liegt Kapital im Wasser. Schöner Hafen, Neibe. Hier. Prima. Fama. Apple Flat. Oi, oi, oi. So liegt das Kapital. So, noch ein kleiner Abstecher. Ans Wasserschloss. Sehr schön. Schöner Anblick, ein schöner Ausblick. Jetzt noch einmal Vorderaussicht von dem tollen Wasserschloss. Ich denke mal, das ist schlossisch. Sehr schön. Die Verteidigung ist auch geklärt von dem Ding. Da kommt niemand nach, ohne Zoll. Strommaschine Museum. Also ist alles geschwätzt. Wenn sich richtig Mühe geben. Wo sind wir gerade hergekommen? Und dann den tollen Blick aufs Strommaschine Museum. Und dann wechseln wir die Deichseite und gucken da hinere. Und da will die Chefin eine Schale trinken. Das klingt gut. Also fahre ich jetzt an. So, Fahrrad ist geparkt. Darf man sich zwar nicht lang aufhalten, aber wir bleiben ja nicht lang. Ein kurzer Scholle geht. So wie es aussieht, haben wir Scholle Plätzl gefunden. Schöner Steg direkt am Wasser. Herrlich hier. Zum Wohl. Herrlicher Platz zum Verweilen gefunden.
Die ist eben jetzt gerade gestört in der Mittagspause mit ihrer Mannschaft, der Sechstlehne. Aber wir sind gleich fort. So stehen sie wieder. Die riesige Kälblin. Am Festsperre, super. Strand, war nicht schlecht, geangelt wird. Wir fahren auf den Deich und so kann man schön mal von oben nur noch gucken. Schäflin hat sowieso die ganze Zeit schon überall. Aber man sieht einmal die verschiedenen Häuschen. Die da stehen. Darf man noch bauen, so ein bisschen wie man will. Auch ein schönes Exemplar. Also die Kirche mit dem grünen Turm. Allem sieht man von da oben, ob da unten irgendwo ein Glasbergschiff ist. Weil da noch suchen wir jetzt gerade ein bisschen. So mal kurz verweilen. Isotonische Getränke zu entnehmen. So weiter. Aber sieht jetzt nicht gut aus. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Nicht aufs Meer, da hinten waren wir vorhin. Jetzt sind wir wieder auf der Strecke, direkt am Wasser, am Eiselmeer. Jo, Sonne scheint, Wind ist ein bisschen besser war, aber Glasbiergeschäfte an der Nordhollandroute. Die Anzeige. Zumindest sind sie halt alle zu. So war das nicht geplant. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch was finden. Wir haben ja von da oben den Überblick. Wahnsinnshäuser wieder da. Rechts und links. Nee, nur rechts, links, keine Häuser. Langsam, aber sicher aus. Very windy. So, da sind wieder die Deichschafe, harte Brise. In die Richtung fahren wir. Oh, windy. Ganz stark schon eine steife Brise.
Verpflegung aus. Minigolf. Also gibt's aber nichts. So, wieder schnuckliches Städtle. Chefin ist auch dabei. Ausnahmsweise. Sagt sie. Schon immer dabei. Schöner Rundblick auf den Hafen. Und wir suchen immer noch was zu essen, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, da vorne hat er gut zu tun. Auf der Suche nach was Essbarem. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. Hafe, aber nix. Essbar. Looking for something. Digging deep since 99. What I thought was gone. Sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges, all I know. Herrliche Gästin. Wahnsinn. Wietzen, Hestlave. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Ah, wieder Schipser Heiser. Machen Sie gern, du. Schönes Innenstädtel. So kann man mal nichts sagen. Chillig. Und trotzdem schön. Alles Käse. So, jetzt haben wir das einmal gesehen, dass so ein Zugbrück hochgeht, wenn das Schiff durch will. Wenn man theoretisch nicht aufmachen, ist es eh mal jetzt durchgepasst. Und die ist schon wieder am Zuge. Richtig, mit Ampel und allem, was dazu gehört. Perfekt. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast for the lost old eyes. And my crooked little heart. So jetzt. Ich. Mittagspause. Am Hafen. Noch ein Blitzlacker an der Pizzeria. Wir haben jetzt gut gegessen in der Pizzeria. Ist ja auch noch nicht gestrichen. Und jetzt suchen wir mal ein Supermarkt, dass wir auf dem Campingplatz versorgt sind. Weil heute oben ist wieder Camping. Hat gesagt. Reserviert immer. Wieder schöne Häuschen. Kennt man Männer, da wohnen richtig Leute drin. So ist früher mal.
Holiday Park eben. Albert, ein Supermarkt. Wir werden jetzt ein bisschen Verpflegung einkaufen und dann Campingplatz. Darüber wird noch der Geldautomat überfallen. Guckt, ob sie was hin und dann schnurstracks Richtung Campingplatz. Das ist eklig. Muckefuck her. Boah. Das ist es beim schönen Wetterfahren. Muckesperm. Naja, gibt's da. Jo, du lässt dich doch gleich wieder ganz schön fahren. Wetter passt, Wind ist in Ordnung. Alles hervorragend, oder? In der gelben Tasche. Pass auf. Von hinten, dass sie niemand klaut. Ich habe jetzt die Kamera im Fall, wenn mich lädt, dass man was zu lachen hat. Geht ja ganz gut. So, außerplanmäßige Änderung wie der Umleitung. Damm Nunner, Deich Nunner, so rum. Flora bin ich nicht. Dann zweite Rad auch nicht. Gut gelaufen. Jetzt sind wir gleich wieder auf der Strecke. War mal ein schöner Weg, mittel durch die Pampa. Nee, brauchst keinen Platz machen. Wenn wir da jetzt rumzicken, rechts, links, bringt uns nichts. Ein bisschen rechts und links der Strecke. So was. Sieht fein aus. Und auf der anderen Seite. Felder. Und Gewächshäuser. Darüber auf der Krachte. Oder am Kanal, Quicksheiser und Lumen. Und demnächst kommt unser Campingplatz. Campingplatz erreicht. Glaube ich zumindest.
angekommen und jetzt wird erst mal aufgebaut. Zwischen den Birnenbäumchen richtig putzig. Freie Platzwahl, mehr oder weniger. Jetzt gucken wir mal, wie man es dann einwaschen lässt, Zeltel. Immer weiter fortgeschritten, das Ganze. Demnächst ist alles perfekt. Zelt steht auf jeden Fall. Da fehlt ja noch ein Schaller. Und ganz dahinter wäre vielleicht noch einmal probieren, die Drohne steigen zu lassen. Wenn jemand mault. Und da in den Bämlin sind schon Birnenstumpen. Die verkaufe ich einen eigenen Birnensaft für 2 Euro Flasche. Da werden wir morgen früh mal probieren. Kurz vor 8. Zelt steht. One hour later. Brewers Premium Bier hat es gegeben. Aus dem Supermarkt in Muguswasma. Zum Wohl. Schmeckt sogar. Gut eingekauft. Perfekt. Ich sitze auf dem Campingplatz an Birne 29. Gibt's mal wieder der allabendliche Schorle. Gut, Sprudel geht schon. Ich glaube, der ist gut. Uiuiui. Perfekt, du hast das wieder gemacht. Dann lädt ich Sarah, Abschluss eines tollen Tages, prost mal wieder mit Weißherbstschorle. Prösterli. Prösterchen. Zum Wohl und gute Nacht und gesund. Ui. Der ist genau deins, oder? Den will ich immer haben. Ich will das zu Hause haben. In einem Riesenfass. Oh, ich gebe dir nichts mehr. Thank you.